Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Danke für nichts Box von Böse Onkels. Alle weiteren Informationen zu diesem Hörbuch, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Hörbuch und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Danke für nichts von Böse Onkels, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Hörbuch. Jawohl, es ist die Biografie der Bösen Onkels und das Ganze eben auch als Hörbuch erschienen. Wir haben hier eine schwarze Box. Als erstes werden wir das Ganze mal hier aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, lässt sich hier wunderbar aufschneiden. Dann schauen wir mal, dass wir die Folie abmachen. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, wir haben hier eine schwarze Box. Hier oben lesen wir die Biografie der Onkels, gelesen von Ben Becker. Hier unten links noch Edmund Hartsch. Das ist die Person, die die Biografie damals geschrieben hat. Offiziell natürlich zugestimmt bzw. ja, erlaubt von der Band, von den Bösen Onkels. Dann lesen wir hier wieder Böse Onkels, danke für nichts. Auf der rechten Seite auch nochmal. Auf der Unterseite haben wir die Beteiligten und einen Barcode. Und auf der Rückseite haben wir die Auflistung der einzelnen Discs, also 11 CDs sind hier drauf. Und dann lesen wir hier noch, um den Gerüchten und Spekulationen über die Bösen Onkels ein für alle Mal den Boden zu entziehen, entscheidet sich die Band 1997 zur Veröffentlichung ihrer Biografie. Ben Becker erweckt nun die schonungslose Geschichte der Band zu neuem Leben, unterstützt mit Originalkommentaren von den Onkels, Kevin, Gonzo, Stefan und P. Ja, also, das ist die Info zu diesem Hörbuch, bedeutet 11 CDs, hier die einzelnen Kapitel noch angeführt. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze ist hier aufzumachen. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier die einzelnen CDs. Packen wir wieder zusammen, von innen die Box in schwarz. Und wir haben hier auch noch ein sehr dickes Booklet, also so ein Büchlein hier. Und zwar hat dieses Booklet hier 100 Seiten. Das ist echt eine Menge. Ist hier auch so an der Seite entsprechend gebunden. Dann schauen wir mal rein. Die Biografie der Onkels, gelesen von Ben Becker. Hier unten dann auch nochmal der Name des ursprünglichen Autors, Edmund Hartsch. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Vorwort: Und seht nur hin, für wen ihr schreibt, wenn diesen Langeweile treibt. Kommt jener satt vom übertischten Male. Und was das Allerschlimmste bleibt, gar mancher kommt vom Lesen der Journale. Johann Wolfgang Goethe, 1797. So, dann geht's hier los. Abschnitt 1. Erinnerungen. Und dann haben wir hier einzelne Texte und einzelne Kapitel so visualisiert. Ja, so sieht das aus. Dann haben wir hier Abschnitt 2. Also, ein sehr umfangreiches Booklet, jede Menge Fotos und natürlich auch jede Menge Texte mit dabei. So sahen die Herrschaften früher aus. Okay, es ist gar nicht nur schwarz-weiß, es ist hier auch in Farbe, die eine oder andere Seite. Das hier so das Cover damals. Und so, ja genau, dieses hier habe ich gemeint. So sieht das dann aus. Da kann man dann wunderbar drin blättern. Ich erspare euch das jetzt mal im Gesamten. Blätter das jetzt einmal hier noch kurz im Eilverfahren durch. So. Zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits zu diesem Hörbuch. Ein Foto. Und so sieht das Ganze auf der Rückseite aus. Gut. Dann schauen wir uns das hier an. Und zwar haben wir hier diese 11 CDs alle einzeln verpackt. Die kommen hier in solchen Paper Sleeves, also in solchen kleinen Papierhüllen. Auf der Rückseite haben wir die Infos,
was sich darauf befindet, also die einzelnen Kapitel hier aufgelistet. Und das Ganze kann man dann hier entsprechend seitlich aufmachen. Und dann haben wir hier die CD. Also, das ist CD Nummer 1. Und so läuft es dann hier durch. Also Nummer 2, Nummer 3. Jede einzelne dieser CDs, wie ihr sehen könnt, in so einer Papphülle, in so einem Paper Sleeve. 11 Stück gesamt. Und die sind alle ident gestaltet. Also in schwarz-grau. Auf der Rückseite eben die Kapitel. Und auf der Vorderseite die Nummerierung bzw. der Titel des Abschnitts. Disk Nummer 2, genau, und hier dann noch die Abschnitte. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigten CDs, also das Hörbuch gelesen von Ben Becker hier auf 11 CDs, circa 13 Stunden Inhalt. Und dann haben wir hier noch das Booklet, das 100-seitige Booklet mit den diversen Texten und Fotos. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Danke für nichts von Böse Onkels. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Hörbuch bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik bzw. das Hörbuch feiert, falls ihr Böse Onkels unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.